zusammen, kurzer Orga-Punkt. Ich habe ca. 50% der Heftanträge als Foto bekommen vom letzten Kapitel und würde die anderen wirklich jetzt bitten, das auch noch zu schicken. Die, die es schon gemacht haben, würde ich jetzt natürlich nicht nerven, indem ich das immer und immer wieder sage, aber darauf bestehe ich wirklich, okay? Also das ist das Mindestlevel. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause zugeht und habe totales Verständnis, wenn es schwierig ist gerade. Aber das, glaube ich, bekommen alle hin und wenn nicht, dann schreibt mir einfach kurz, okay? Also ich möchte auf jeden Fall, dass wir einen gewissen Draht haben. Ich würde auch noch jemand, und ich habe wirklich viele verantwortungsbewusste Leute in eurer Klasse, von den anderen bitten, das kurz, falls es sowas gibt, das in einem internen Klassenchat zu posten, dass wirklich in Mathe alle kurz ihre Heftanträge von vor den Ferien über Mails hochladen oder wenn es nicht funktioniert, warum auch immer, mir kurz zu schicken. Alles klar, danke. Weiter geht's mit Mathe. Wir wiederholen nochmal das Prinzip des Cavalieri. Wir werden es im nächsten Kapitel auch brauchen, also versucht sie jetzt gleich zu verstehen. Und zwar ist vielleicht vielen schon klar, warum das Volumen von zwei solchen Körpern gleich sind, egal ob er gerade ist oder schief. Und auch, wie ich es letztes Mal schon gezeigt habe, wenn ich hier unendlich viele Bücher unterteilen würde, also wenn es immer feiner wird. Also vielleicht haben das schon viele verstanden, warum ein schiefes Prisma das gleiche Volumen hat wie ein gerades Prisma. Aber wie kommt man denn überhaupt zu dieser Formel? Volumen ist g mal h für den Quader. Kennt ihr das schon? Und die Frage ist, warum soll das auch für Prismen gelten? Also auch für Prismen, die nicht ein Rechteck als Grundfläche haben. Das Einzige, was ich mir dazu anschauen muss, ist die Aussage, dass ich ein beliebiges Dreieck, wie ich es hier gezeichnet habe, immer zerschneiden kann und in ein flächengleiches Rechteck umformen kann. Denn wenn unsere Grundfläche ein Rechteck ist, dann haben wir unsere Volumenformel Grundfläche mal Höhe. Und das Gleiche kann ich eben mit jedem Prisma machen. Also das ist meine Grundfläche vom Prisma. Stelle ich also vor, hier entsteht dieses Prisma. Und indem ich jetzt dieses beliebige Dreieck, die Winkel sind nicht speziell, das Einzige, was ich gemacht habe, könnt ihr gerne auch selber ausprobieren, Pause klicken und zeichnen, dass ich die Ecken auf die Gitterlinien, das Gitternetz hier gezeichnet habe. Aber welche Längen ist an sich völlig egal. Also, los geht's. Zuerst halbiere ich das Dreieck durch die eine Hilfslinie und die andere Hilfslinie ist einfach ein Lot darauf. Also eine Hilfslinie im rechten Winkel zur ersten. Als nächstes habe ich diese beiden entstehenden Dreiecke an der Spitze farbig markiert und ich klappe einmal das gelbe Dreieck nach links runter und das grüne Dreieck nach rechts runter. Und damit haben wir es auch schon geschafft. Ihr seht, also es sind nicht viele Schritte nötig. Entstanden ist jetzt ein Rechteck. Und zum Schluss mal noch den praktischen Test. Hier ist meine Zeichnung vom Anfang, mein beliebiges Dreieck. Hier ist meine Zeichnung vom Schluss, das entstandene Rechteck. Ich zerschnibbel tatsächlich hier oben die Figur in die zwei Dreiecke und schaue, ob die genau auf das grüne und das gelbe Dreieck passen. Und am Schluss der Test. Ich habe meine erste Figur zerschnitten und am Schluss kommt raus, sie ergibt zusammengesetzt genau mein Rechteck. Also, ich ging aus von einem Dreieck, also ein beliebiges Dreieck, das am Schluss ein Rechteck ergibt durch Herunterklappen